Michael Dessel, die Medienberatung hat diesen Wettbewerb ausgeschrieben. Was war die Idee? Was haben Sie sich davon versprochen? Wir hatten die Hoffnung, dass neben den vielen Ideen, die wir produziert haben, auch schon gute Ergebnisse sichtbar werden. Nichts ist anregender als gute Ergebnisse, die man zeigen kann, wo man dann vielleicht anschließend mal anrufen kann und fragen kann, Mensch, wie seid ihr darauf gekommen, wie habt ihr das gemacht? Das war die Idee und wir freuen uns riesig, dass es schon so zahlreiche tolle Beispiele gibt. Dann machen wir das, holen wir doch die auszuzeichnenden, die anregenden Projekte hier zu uns auf die Bühne. Ich darf die Vertreter der Schulen, der Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch, der städtischen Gemeinschaftshauptschule Marsberg und der Wien-Bredeschule Werne zu uns auf die Bühne bitten. So, jetzt wird die Bühne voll und voller. Bitte. Zeichnen wir doch zuerst die Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch aus, vertreten durch den stellvertretenden Schulleiter Klaus Gebele und durch Oliver Bax. Die Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch wird ausgezeichnet für ein mit dem Bürgerfunk zusammen durchgeführtes Projekt, in dessen Rahmen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des journalistischen Arbeitens erlernen konnten, von der Recherche über die technische Umsetzung bis hin zum Einsprechen der selbstgeschriebenen Beiträge. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der hohen journalistischen und technischen Qualität der Beiträge und davon, dass mit dem Bürgerfunk ein solcher Bildungspartner gewonnen werden konnte. Der Preis. Herzlichen Glückwunsch, auch im Namen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, unserem wichtigsten Partner, die Urkunde für Ihre Schule zunächst. Der Preis in Ihrem Falle, der Friedrich-Bödecker-Kreis, dem ich hiermit auch ganz ausdrücklich danke, hat Ihnen, Ihrer Schule, zwei Autorenlesungen für zwei Klassendauer je zwei Schulstunden gestiftet. Natürlich mit dem Ziel, dass Ihre tolle Arbeit dadurch weitere Impulse kriegt. Und ich denke, es passt prima dazu. Zum Radio, die Autorenlesung, eine wunderbare Ergänzung. Glückwunsch auch von mir. Meine Damen und Herren, wie nachhaltig eine solche Autorenlesung wirken kann, das werden Sie gleich im Anschluss an die Preisverleihung bei dem Schülerprojekt noch erleben. Ein weiterer Preis geht an das Projekt Kannst du lesen? Beweis es. Der städtischen Gemeinschaftshauptschule Marsberg, vertreten durch Barbara Gummersbach von der städtischen Bücherei und Raimund Rademacher. Er ist Lehrer an der Gemeinschaftshauptschule Marsberg und Mitglied im Kompetenzteam, das mit einer ganzen Reihe von Partnern von der städtischen Bibliothek bis hin zu einer Buchdruckerei und der Redaktion der Westfalenpost durchgeführte Projekt an einer Schule mit hohem Migrantenanteil überzeugte die Jury aufgrund einer Fülle kreativer Ideen und der Breite der Schulfächer und der Fachlehrer, die sich daran beteiligt haben, unter anderem ein Bühnenbild zu einem Buch zu erstellen oder eine englische Komödie in ein Hörspiel zu verwandeln. Herzlichen Glückwunsch im Namen aller für Ihre Schule. Ich weiß, das ist nicht der einzige Preis, den Sie bisher gewonnen haben. Ich hoffe, er bekommt einen Ehrenplatz. Drei kleine Preise, ein Gutschein über eine EKZ-Medienbox, ein Mediengutschein beim FEU und ein kleines Paket Bücher von unserem Verlag Duden Petek, der uns bei diesem Wettbewerb sehr prominent unterstützt. Herzlichen Dank, viel Spaß und ein herzlicher Gruß insbesondere an die Schülerinnen und Schüler, die heute hier nicht da sind, gilt natürlich für alle Schulen. Denn die eigentlichen die Beteiligten und diejenigen, die wir mit den vielfältigen Aktivitäten ja weiterentwickeln wollen, sind die Schülerinnen und Schüler. Herzliche Grüße von uns allen und Glückwunsch auch an die Schüler. Ein ausgezeichnetes Projekt hat auch die Wien-Bredeschule Werne
auf die Beine gestellt, deren Schulleiterin Frau Marion Trübinger ich ebenso begrüße wie Heidelore Fertig-Möller und Rita Lietz vom Stadtmuseum in Werne. Damit ist auch schon die Bildungspartnerschaft genannt, die schon seit vielen Jahren zwischen dem Karl-Polländer-Stadtmuseum und der Wien-Brede-Schule besteht. Eine Zusammenarbeit, die die Jury in ihrer Systematik und Nachhaltigkeit für beispielhaft hält. Museumsbesuche sind fester Bestandteil des Unterrichts an der Schule und in Zusammenarbeit mit den Museumspädagogen wurde zum Beispiel für das Jahr 2008 ein Projekt mit dem Titel Kunst und Kultur durch die Jahrtausende entwickelt, bei dem die Kinder das Museum als lebendigen Ort der Vermittlung von Geschichte kennenlernen. Ein ganz besonderer Glückwunsch, warum? Auf der Urkunde steht noch Bildungspartner NRW Bibliothek und Schule. Und wie wunderbar, dass wir schon so ein zukunftsträchtiges, wunderbares Projekt zur nächsten Bildungspartnerschaft NRW, nämlich Museum und Schule, heute auszeichnen können. Wir haben uns sehr gefreut, dass ein solches schönes Projekt dabei war. Also, Sie sind der Zeit weit voraus. Herzlichen Glückwunsch. Als Preis bekommen Sie zunächst den Besuch des Bärenbude Klassenzaubertheaters im Jahre 2008. Ich konnte nicht ersehen, ob das jetzt für eine Klasse ist oder ob das für mehrere Klassen ist, das werden wir noch klären. Ein Überraschungsmedienrucksack mit WDR-Hörspielen und Bücher von Duden Petek für ihre Arbeit in der Schule. Ich bin sicher, passende Geschenke für die Kinder ihrer Grundschule. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Und die Kollegin hat schon befürchtet, sie bekommen einen USB-Stick. Darf jetzt die Vertreterinnen und Vertreter der auszuzeichnenden Bibliotheken zu uns auf die Bühne bitten, die Vertreter der Stadtbücherei Hamm und der Stadtbücherei Neukirchen-Fühlen. Bitte. Während die Kollegen zu uns kommen, darf ich sagen, dass die Bibliothek Neunkirchen, die für ein von Schulanfängern gestaltetes Buch, in dem diese anhand von vorgegebenen Begriffen, Fantasiegeschichten und Illustrationen entwickelt haben, hier auch einen Preis erhalten wird, aber leider nicht vertreten ist. Der Preis besteht in Besuch von Lilliputz macht Schule und einem Medienpaket mit WDR-Hörspielen sowie Büchern von Duden Petek für die Bibliothek. Auch in Abwesenheit herzlichen Glückwunsch. Nun zu den Anwesenden. Der zweite Preis geht an die Stadtbücherei Hamm, vertreten durch Gisela Schelter, die mit Elke Kuhlmann von der Falk-Schule in Hamm zu uns gekommen ist. Stadtbücherei und Schule haben gemeinsam das Projekt Lesediplome entwickelt, das an der Falk-Schule, einer Hauptschule mit hohem Migrantenanteil, zu einem regelrechten Lesewettbewerb unter den Schülern führte, wer mehr Bücher las und dafür dann später ein Diplom erhielt. Viele der Teilnehmer haben sich, das zeigt die Wirkung dieses Wettbewerbs, haben sich im Anschluss für den Sommerleseklub angemeldet. Frau Schelter, Frau Kuhlmann, wir haben uns eben noch nicht kennengelernt. Ganz herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ihr Preis, Sie bekommen einen Überraschungsmedienrucksack, wie ich sehe. Darin werden Sie einen Gutschein finden, ebenfalls über eine sicher passende und attraktive Medienbox nach Ihrer Wahl. Zusätzlich Preise von der Firma Sun und von Duden Petek. Ich bin sicher, Sie werden dafür eine kreative Verwendung finden und das wird weitere Projekte anstoßen. Ganz herzlichen Glückwunsch. Und nun zum ersten Preis. Er geht an die Stadtbücherei Neukirchen-Flühen, vertreten durch Britta Schmedemann und Ulrike Reichelt vom Projekt Lesepartner Bücherei und Schule, kurz Lesebus. Ein Projekt, das eine Fülle von Ideen und Konzepten für unterschiedliche Altersgruppen und Schulformen entwickelt hat. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden bereits 20 Klassenprojekte mit über 1450 Schülern durchgeführt von einer Begegnung mit Heinrich Heine und Schumann in einem Kunstprojekt an einer Hauptschule bis hin zu einer Krimi-Werkstatt mit Lesefest oder der Teilnahme am
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten wurde vielerlei initiiert. Auswahl des Preises ist hoffentlich so gelungen, dass bei den vielfältigen Aktivitäten etwas dazukommt, was Sie noch nicht gemacht haben, obwohl Sie schon so tolle Sachen gemacht haben. Sie erhalten eine Abenteuerveranstaltung mit Maja Nielsen im Jahre 2008, ein Buch der Autorin und eine CD für die Bibliothek. Also das wird sicher ein attraktiver Event. Herzlichen Glückwunsch.